So, hallöchen und herzlich willkommen hier noch zu einer neuen Folge City Skylines Campus DLC. Freut mich, dass du dich eingeschaltet hast, hier in unserem noch kleinen verschlafenen Campus-Nest. Stadt kann man das noch nicht wirklich nennen, eher ein Dorf. Wir haben ja gerade mal 1200 Einwohner. Aber nichtsdestotrotz wollen wir heute weitermachen. Ich möchte hier jetzt erstmal hier das Quadrat voll kriegen. Da müssen wir gucken, wo wir noch was bauen können. Es wurde sich auch gewünscht, dass wir mal dem Verlauf der Map hier folgen. Also sprich, uns wirklich auch rumschlängeln und nicht nur kästchenweise bauen, ja? Das meine ich. So, meine Güte, wieder voll hier. War ich das jetzt, oder? Ich habe keine Ahnung. Ne, so. Nee, Spaß. Ede ist wieder ein bisschen ballerballer heute. Aber macht nix. Gehen wir schon hin. So, wir hauen das mal hier so rein. Einfach kriegen wir... Guck mal, hier kriegen wir noch was hin. Ah, hier kriegen wir noch was hin. Dran da. Und hier lang. Da bitte nicht hin. So, dann können wir das da außen weglassen. Wir könnten dann hier schon mal so einen kleinen Fußgängerweg hinmachen. Wir brauchen ja eh im Moment erstmal Häuser. Häuser, Häuser, Häuser. So und so. Das passt wunderbar. Wobei, den möchte ich gerne ein bisschen weiterziehen. Das sieht einfach nur schäbig aus. So, so würde das gehen. Dann könnten sie auch zu Fuß rumgehen. Haben wir da wieder ein bisschen was gespart. Hier könnten wir das vielleicht noch so dran ziehen. So, dass es ordentlich aussieht. Und das war's dann auch. Bitte nicht mehr. So, Wasser ist schon vorhanden. Da oben noch nicht. Aber da soll ja eh nichts dran. Das passt schon. Das heißt, wir brauchen Dingens. Warte mal. Obwohl, dann haben wir wieder... Na, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Oder? Nee, wir lassen das erstmal so. Ich hatte jetzt die Idee, die Straße ganz heranzuziehen. Aber lassen wir es erstmal, wie es ist. Ich habe auch schon gelesen, dass bei einigen, es wurden keine Mods zerschossen, nichts, juhu, war da die Rede, ja. Ich warte noch ein bisschen ab, das heißt, heute ist Mittwoch, sagen wir mal, morgen warte ich noch ab und so Freitag setze ich mich dann langsam mal hin und guck mal, was es so alles gibt für die Idee, die ich im Kopf habe. Wir werden dann mal sehen, mal gucken, wann und wie ich euch das sage, was wir machen. Ich bin noch nicht ganz schlüssig. So, da können auch Häuser hin, das passt alles. Was wir jetzt mal machen können vielleicht, wären Schulbusse. Schon mal so für den Anfang. Wir haben ja schon eine Grundschule hier. Das ist ja schon mal ein Anfang. Das heißt, das sind alles Häuser. Könnten hier durchaus dann einen Schulbus mal einrichten. Frage ist nur, holt ihr auch wirklich nur Schüler ab? Oder fährt da wieder jeder einfach mit? Dass es wie ein ganz normaler Bus ist und nur wie ein Schulbus aussieht. Das weiß ich nicht, das wäre mal ganz interessant. Müssen wir dann gucken. So, die wachsen alle. Wie sieht es denn überhaupt mit der Attraktivität hier aus? Parkgebiete, öffentliche Bibliotheken. Haben wir eine. Haha, Sportarenen haben wir noch keine. Schade eigentlich. Aber gut, so ist das Leben. Sollen wir bei 1200 Leuten schon einen Bus holen? Ich weiß nicht. Wir könnten erstmal, die Straße geht hier lang, ne? Ja, die geht hier lang. Das heißt, wir könnten hier schon mal eine Brücke machen, rüber auf die andere Seite. Mit der vierspurigen Straße hier. Mal gucken, wohin. Ja, sagen wir mal so. Würde das gehen? Das würde gehen, so. Sieht jetzt nicht so toll, obwohl, kann man lassen. Es ist nicht mega hoch, aber hier sollen ja auch keine riesen Ozeandampfer fahren, weil wir ja eh nur einen Fluss haben. Von daher würde das gehen. Nein, den will ich nicht kaputt machen. Ich will das wirklich so hier längs schlängeln. Jetzt haben wir hier natürlich wieder die fetten Steine. Könnten wir uns aber... Könnten wir uns da durchschlängeln? Ich weiß noch nicht. Vielleicht mit dem selbstgebastelten hier. So. So. Und so. Ich meine, das meint ihr mit dem Verlauf folgen, ne? Und nicht wieder jetzt einfach weg, geradeaus. Einfach so, wie es sein soll. Hier oben am Hügel, das geht natürlich ein bisschen hoch. Müssen wir gucken, wie wir das weitermachen. Müssen wir mal gucken. Wie sollen das ja, das soll ja die Hauptstraße werden nach da hinten. Vielleicht können wir auch noch, irgendwas heißt vielleicht. Wir werden hier, glaube ich, noch einfach eine... Wir lassen die erstmal so bis hier hin. Weil irgendwo müssen wir noch so eine ganz breite machen. Halt die Zubringerstraße dann... Mit einer Brücke hier rüber und noch hier hin. Guck mal, was da alles rumfährt. Wir haben im Moment nur das hier, wo die rein und raus können. Beziehungsweise hier. Ne? Das wollen wir ja noch irgendwie ändern. Jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Gewerbe. Das könnten wir gerade hier hinbauen. Normal Street.
Mal bitte so. Ja, tschüss! Da wird man hier mitten in der Aufnahme angerufen. Zu so unchristlichen Zeiten. Egal. So, weiter geht's. Was machen wir jetzt hier? Wir wollten noch ein bisschen Gewerbe bauen. Das sollte eigentlich schon reichen erstmal wieder. Wir machen das wirklich immer nur Stück für Stück, ganz klein. Versuchen das immer recht ordentlich zu halten. Vielleicht hier nochmal so auf die Ecke einen Park zu setzen. Was haben wir hier? Einen großen Spielplatz. Den könnte man zum Beispiel super hier hinsetzen. Passt, ja. Mutti geht einkaufen. Papi passt auf Kinder auf eurem Spielplatz. So. Hier soll eh nichts hin. Kann das da wachsen? Jetzt brauchen wir schon wieder Häuser. Die wollen mich doch veräppeln. Aber das machen wir jetzt mal hier hin. So, jetzt möchte ich eine Hauptstraße haben. Gehen wir mal hier hin. Hier hin. Jetzt ist das natürlich schon extrem. Hier die... Ah, das gefällt mir nicht so, aber das kriegen wir schon noch hin. So, dann könnte man das von hier aus noch machen, vielleicht. So. Geht das so? Oder werden... Ach, das werden dann kleine, ne? Das ist natürlich... Ich sagen würde, so, ich gehe hier lang. So. So. Ah, das muss auch noch ein bisschen ordentlich geschoben werden. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. So, das ist dann eigentlich auch zu... Oh. Naja, wir gucken mal, was bei rauskommt, ja. Ich will ja jetzt nicht zu extrem machen. Ich könnte da natürlich jetzt wieder anfangen, aber nein, das machen wir dann mit der anderen Serie. Das hier war Gelände glätten. Machen wir ein bisschen größer. So, können wir das jetzt was glätten hier zwischen, dass das nicht so extreme Hänge gibt. Wir sind nun mal hier bei den Hängen. So, wenn ich jetzt einfach hingehe und das ausmale hier, ja, sehen wir, was da rauskommt. Eigentlich, ja, ich hoffe, halbwegs vernünftiges. Hier unten ans Wasser, das lassen wir. Da oben können noch welche hin, so bis hier hin. Sehr schön. Das hier kann eigentlich wieder weg, da wächst sowieso nichts. Das hier soll auch weg. Das mag ich überhaupt nicht. Düpp, düpp. So, da könnte das jetzt wachsen. Jetzt brauchen wir natürlich Strom hier drüben. Den holen wir mal einfach von hier. Und dann müssen wir noch was mit dem Wasser. Obwohl, Wasser haben wir gemacht, ne? Wasser haben wir gemacht. So, hier sollten jetzt eigentlich... Jetzt bauen die da hinten. Willst du mich verarschen? Jetzt fangen die da hinten an. Weißt du, hier vorne ist Strom. Die fangen da hinten an. Die Experten. Jetzt haben wir natürlich diese extremen Hügel hier drin. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wasser brauchen wir natürlich auch noch. Haben wir Gott sei Dank beides. So, so. Dann gehen wir mal hier lang. Wobei, da hinten kommt eh nichts hin. Stand jetzt. Wer weiß, was später ist. So. Dup, dup, dup. Dup, dup, dup. Jetzt muss hier natürlich noch was zum Spielen hin. Viel Spannung, Spaß. Bitteschön, dass das alles ein bisschen besser aussieht. Und etwas schöner. Wir könnten dann hier noch so zwei, drei Geschäfte hinmachen. So und so. Hier vielleicht auch noch so kleine. Da einladen und dann ist genug. Der fließt verdammt schnell, ne? Der Fluss, muss ich mal sagen. Dieses Kackwasser hier. Bäh. Bäh. So, da jetzt alles... Ach, die haben kein Wasser. Hups, warum haben die kein Wasser? Sag doch was. Sag doch was, du. Wir gehen jetzt hin und machen erstmal unsere ersten Busse hier. Das heißt, wir nehmen das Busdepot. Oh, das ist verdammt groß. Dann kommt das auch hier oben hin. Hier, wo die ganzen anderen Sachen hinkommen. Die meckern jetzt zwar hier wegen Lärmbelästigung, aber die sollen sich mal nicht so anstellen. So schlimm ist es nun auch nicht. Bus- und Taxilinien eigene brauchen wir jetzt nicht. Wir nehmen jetzt eine Buslinie. Wir sagen jetzt mal, wir wollen Schulbusse machen, wollten wir, ja? Wir gehen jetzt hin. Hier, direkt vor der Schule. Da oder da. Ne, das ist mir zu weit weg. Dann hier, direkt an der Schule. Da fangen wir an. Dann würdet ihr hier hochfahren. Das sind ja alles Wohnhäuser hier. Das heißt, wir machen jetzt mal hier überall da, da. Immer auf jeder Straße eine Haltestelle, wo der dann morgens, wie man es immer aus den tollen amerikanischen Filmen kennt, ne? Oder ich weiß ja nicht, ob jemand schon mal selber als Austauschschüler oder sonst was in Amerika war, halt hier alles einsammelt. Die können zu Fuß zur Schule gehen. So, das heißt, wir gehen direkt wieder hier dran. So. Die ganzen Kinders werden eingesammelt, ab in die Schule. Jetzt müssen wir nur gucken. Halt. Hier fahren schon normale.
Siehst du, da fahren jetzt normale. Das will ich nicht. Ich hab mal... Ich glaube, hier war das. Genau, hier konnten wir das einstellen. Guck, Modell. Bus. Schulbus. Wir nehmen Schulbusse. Farbe nehmen wir mal gelb, weil Schulbusse sind ja nun mal gelb, ne? So, und jetzt müssen wir gerade die anderen hier... Hat er die schon geändert? Hat er geändert, aber 6 Stück sind zu viel. Die müssen wieder weg hier. Wir machen erstmal Buslinie 1. So. 3. Wir nehmen mal 2. So. 2 Stück. Das passt. Sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Halt, wo sind sie? Wo fahren sie rum? Lass doch mal gucken. Dann können wir mal einen beobachten, wo der hier rumdonnert. Da oben. Da fährt einer, da fährt einer. Passagier kehrt zum Depot zurück. Und der ist auf der Linie. Okay, dann folgen wir dem jetzt einfach mal ganz unauffällig. Und gucken mal, wer da mitfährt. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich keiner, weil der davor alles eingesammelt hat. Aber das wird schon werden mit der Zeit. Auf jeden Fall sind schon mal coole Schulbusse. Das gefällt mir. Jetzt ist natürlich nur die Frage. Halt. Nehmen wir den hier. Das ist der andere. Der fährt vor. So. Sammelt der jetzt wirklich Schüler ein oder alles, was da rumsteht? Weil dann ist es ja wiederum Blödsinn. Meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Aber meiner Meinung nach wäre das dann absoluter Schwachsinn, wenn der wirklich wieder alles einsammelt, was da rumsteht und wartet. Anstatt wirklich nur Schüler. Keine Ahnung. Oh, guck, da ist voll. 17 Leute. Wir müssen mal gucken, wer da rausklettert jetzt. Oder wir sehen es, ja. Da steigen sie wieder alle aus. Vielleicht wollten sie nach Hause. Keine Ahnung. So, jetzt machen wir jetzt mal langsam. Ja. Und wenn der jetzt alle aussteigen lassen hat. Hat aussteigen lassen, so rum, meine Güte, ey. So, wer ist da jetzt ausgestiegen? Das will ich wissen. Sieht man das? Wir warten mal. Todd Lee. Ehrenamtler bei Polizeiwache. Okay. Weg. Den haben wir hier. Carol Cook. Reinigungskraft bei Saftpresse. Bitte was? Hallo? Natürlich. Tja, hier. Hei, hei, hei. Okay. Mitarbeiter bei Convenience Shop. Wohnort, die DIN-Residenz. Ziel, öffentliche Bibliothek. Die ist ja auch hier. Okay, was haben wir hier? Ziel, Hüpfburg. Ziel... Restaurant, Große Happen, okay. Wen haben wir hier? Restaurant, Große Happen, wen haben wir hier? Grundschüler in Grundschule, beim Lernen. Aha. Annabelle Brown, die ist vorbildlich. Nicht, dass die noch so wie hier Carol in der Saftpresse endet. Aber das ist auch cool. Wie kommt die da hin? Da müssen wir auch noch was machen. Aber so wie es aussieht, sammeln die wieder einfach alles ein, was es gibt. Und sind nicht nur speziell für Schüler. Finde ich ein bisschen schade. Aber warten wir mal ab. Es ist ja erst ein Tag. Ich habe mit Sicherheit auch noch nicht alles wirklich entdeckt hier. Was es zu entdecken gibt. Und so weiter und so fort. Wenn man das Knacken gehört hat, das war der Mikrofonarm. Kein Problem. So. Weil mein Mic Aux wieder spinnt im OBS. Ich sehe das. Dann ist das mal rot und bleibt rot. So als wäre kein Ton drauf. Ich hoffe, dem war nicht der Fall. Jetzt erzähl mich. Die laufen hier echt zu Fuß. Die sind doch irre. Jetzt schreibt mir mal in die Kommentare, ganz ehrlich, ja, ganz ehrlich, außer die Supersportskanonen, wer würde freiwillig diesen Weg hier von zu Hause bis, was weiß ich, zum Saftladen zu Fuß laufen? Das macht kein Mensch. Jeder normale Mensch setzt sich ins Auto und fährt hin, weil Menschen nun mal faul sind, ne? So ist das Leben. So ist das Leben. So, und da haben wir schon mal wieder ein paar, hier haben wir ein paar. Eigentlich könnten wir hier noch ein bisschen weitermachen. Machen wir hier noch ein bisschen weiter. Würde das jetzt gerne mal... Wir setzen mal hier unten an, weil hier soll es eh nicht weitergehen. Aber gerade. Die lassen wir gerade wieder hier. So. Haben wir das da ein bisschen steiler. Den müssen wir noch ein bisschen weitermachen hier. Machen wir mal bis hier. Dann könnten wir den... Bis wohin geht das hier? Bis hier unten, ne? Machen wir das mal bis hier hin. Und jetzt machen wir hier mal so eine Brücke hin. Sieht zwar kacke aus, aber egal. So, dann könnten wir die kleine Straße nämlich schon. So und so hier auf die Kreuzung packen. Und hier rein können wir jetzt noch andere Sachen machen. Sachen zum Lachen. Bis hierhin. Vielleicht bis hierhin. Und jetzt würde ich gerne das Ganze wieder ein bisschen auflockern. Sagen wir mal, wir fangen einfach hier an. Machen das Ganze so.
von hier aus vielleicht so eine Straße ab und dann lass mal los von hier aus nochmal. So, da haben wir auch viel belegt und es ist nicht alles total rechteckig. Mach mal so. Na, wie viel können wir hier nehmen? So. So, das geht doch. Ah, das geht, das geht. Dann können wir sogar noch hier und da ein paar Fußgängerwege reinpacken wieder. So, dass die hier hinkommen. Machen wir mal von hier aus dann einfach so und so. Das passt, die müssen wir nur gleich richtig schieben. Hier können wir auch einen machen. Mal so durch. Dann können wir die hier miteinander verbinden. Hier können wir die auch miteinander verbinden. So, das hier sollte passen. Hier können wir die vielleicht nochmal so miteinander verbinden. Kurz, ganz kurz. Jetzt müssen wir die natürlich noch ordentlich machen. Aber, ne? Yep. So, dann zieh den mal hier ran. Das hier auf jeden Fall ordentlich machen. Den würde ich gerne dahin ziehen. Und hier so auch zeitgleich. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Haben wir. Wunderbar. So und so. Dass das alles ordentlich ist. Bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir gucken. Am besten, wie viele Einwohner haben wir jetzt? 1700, okay. Eine Oberschule schon, die hat 1000 Kapazität, aber die ist verdammt groß. Müsste dann am besten irgendwo hier so hin, auf die Ecke. Wir machen mal. Wir haben es ja. So, die öffentliche Bibliothek haben wir. Haben wir noch was anderes hier, was ich noch nicht habe? Naja, Campus ist einfach noch zu groß, ne? Das ist einfach zu riesig, muss ich sagen. Wie gesagt, für 1000 Leute lohnt es sich absolut nicht. Wie sieht's mit Müll aus? 48.000, 40.000. Wie wär's mit dem Recycling Center? Wir holen noch ein Recycling Center. Schon mal vorausplanen, bevor da was passiert. So, so einen kleinen Dorfsheriff könnten wir hier machen. Oder Polizeihubschrauber. Nee. Polizei kommt hier auf die Ecke, genauso wie Feuerwehr. Na, komm her. Feuerwehr und ein Arzt. Ein Arzt brauchen wir hier auch. Kein riesen Krankenhaus, sondern einen kleinen Arzt. So. Vielleicht noch ein Krematorium oder haben wir da schon eins? Nö, Krematorium. Wir haben kein Krematorium. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Müssen wir doch haben, oder? Hauen wir das mal hier hin. So. Sollte passen. Dann können wir jetzt schon mal hier drin. So. Da soll ein Gewerbe hin. Hier können schon mal überall Häuser hin. So. Eigentlich können wir das ausmalen. Da geht er was schneller hier. Ups. Das hier sowieso. Da müssen wir aufpassen. Das lassen wir erstmal weg. So, das hier kann komplett. Die können komplett. So. Danke. Das hier kann komplett. So. Klappt. Wunderbar. Genauso soll das sein. Machen wir das mal was schneller. So, hier können wir eigentlich auch schon überall, weil da außen soll eh nichts gebaut werden. Müssten wir da nur ein bisschen aufpassen. Eigentlich müssten wir dann hingehen. Und hier von mir aus irgendwie ja, eine Begrenzung machen, eine Kaimauer oder so, weil das doch gefährlich ist. Wenn man jetzt bedenkt, hier spielen die Kinder bei dem reißenden Fluss. Oh, oh. Wasser ist eh ziemlich dunkel und hier das Kackwasser. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was für eine Plörre. Jetzt wieder ein bisschen Gewerbe. Wie sieht's aus? Ja, 3x3 können wir eigentlich hier hin machen. So. Das passt. Das passt. Wasser brauchen wir natürlich wieder. Ede, du Experte. Ist hier zwischen nichts? Nö, da ist nichts. Warum ist hier nichts? Das ist ja unglaublich. Unglaublich, was der Typ macht. So. Das sollte passen. Sehr schön. Sehr schön. Und endlich mal kein Schachbrettmuster, wie ich hier schon wieder angefangen hatte. Ich meine, das ist natürlich vom Platz her 10-mal besser. Sieht nicht verkehrt aus, aber
So ein bisschen der Landschaft folgen ist auch nicht verkehrt. Da habt ihr vollkommen recht. Machen es hier nochmal ein bisschen schön. Da einen hin. Vielleicht hier oben neben die Straße ein. So. Die haben gar nichts hier. Gibt's nicht. Mindestens einen kriegt er. Strom habt ihr nicht. Das ist das Problem. Aber der kommt gleich noch von alleine, wenn das hier alles zuwächst. Guck, hier und da wird gebaut. Da haben die sich gleich verbunden und dann haben sie Strom. Es sei denn, wir haben wieder nicht genug Strom. 44, 48, das wird knapp. Wie du siehst, da sehen wir schon, wir brauchen wieder Strom. Wir brauchen Müllabfuhr und so weiter und so fort. Also haben wir da jede Menge zu tun. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V, bis zur nächsten Folge, euer Ede.